Herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio. Snap Suplex Shorty, Chaka, Hot Topic. Es geht um die möglichen Neuverpflichtungen der vier New Japan Pro Wrestling Stars. AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Doc Gallows und Karl Anderson. Mache ich nicht alleine, mache ich mit Jan zusammen. Hallöchen. Uhu. Jan, es ist wichtig genug, dass man das in den Special macht. Wir hatten ja gestern das Chikara-Thema und da haben wir gedacht, bevor es dann bei Chikara zu viel Zeit schluckt, wenn wir uns darüber unterhalten, machen wir es lieber extra. Es interessiert sicher auch viele Leute. Aber so viel zu berichten gibt es dann eben doch nicht. Nee. Also es gibt eigentlich auch nur einen Name, wo man jetzt sagen kann, da könnte schon konkreter werden. Und das ist AJ, weil bei AJ kann man sagen, der ist zumindest erstmal aus dem Bullet Club raus. Genau. Achtung, Spoiler, wollte ich eigentlich am Anfang sagen. es könnten New Japan Wrestle Kingdom und New Year's Dash sowie Impact Wrestling auf Pop gespoilert werden. Machen wir nämlich auch nachher noch mit hinten dran und zeigen euch, wer der neue Champion ist und wer möglicherweise überraschend aufgetaucht oder wieder aufgetaucht ist oder. Das machen Hashtag wir aber. Die große Transferphase im Winter im Wrestling. Ja, richtig. Das ist aber eine interessante Phase für den Wrestling-Fan. Ja? Ja, weil du weißt nie, wenn du eine Live-Sendung guckst, wer taucht auf. Das gilt auch jetzt für die nächsten Wochen Raw, das gilt jetzt überhaupt für die nächsten Wochen Ring of Honor, das gilt für New Japan, das gilt für TNA. Wer weiß, wann die GFW startet, wer taucht wann wo auf, sehr spannend. Ne? Und das ist ja für den Fan, der dann doch irgendwie alles guckt, in dem Fall vor allem auch natürlich unser WTR-Multiversum, ist das eine sehr spannende, interessante Phase, wenn man das alles so verfolgt wie wir. Ja. Ja, definitiv. Fangen wir mal bei AJ an, hast du ja schon gesagt. Ja. Was wir sagen können ist, dass der Vertrag mit New Japan Pro Wrestling ausgelaufen ist. Wir aber keine Informationen darüber haben, ob man einen neuen aufgesetzt hat. Es heißt, seitens WWE oder seitens Quellen innerhalb der WWE, so muss man es ganz richtig sagen, dass man mit allen vier Leuten, also mit Nakamura, mit Styles und mit den beiden Bullets, also Karl Anderson und Doc Gallows, in negotiation to compete under the WWE Banner wäre. Ja, Wortlaut, deswegen daran können wir nicht rütteln. Das heißt aber irgendwie auch, wie Sie sehen Sie nichts. Ja, Triple H hat auch gesagt, kein Kommentar. Genau. Gab's auch, aber was halt zumindest auffällig ist, es gab sogar über diese News auf wwe.com einen Artikel. Auch wenn man dazu sagen muss, sollte man auch nicht zu viel reininterpretieren, weil die halt doch relativ selbstständig arbeiten und es zumindest, sagen wir es mal so, daran man erkennen kann, dass Interesse vielleicht besteht und die Namen jetzt zumindest welche sind, die genannt werden dürfen. Da gibt es mit Sicherheit andere, über die wäre nicht berichtet worden. CM Punk? Zum Beispiel vielleicht. Taucht im Rumble auf. Nein, aber das ist schon spannend, aber wie du sagst, zu viel Gewicht darf man da nicht reinlegen, weil die Webseite ganz generell auch viel solche News mit aufnimmt. Ob es jetzt Europa ist oder andere Indie-Ligen, die da durch Wrestler, die gerade aufgetaucht sind, sei es Joe, sei es Balor, sei es Zayn, wo dann eben die Geschichte, oder Steen, ne? Also Owens, wo dann die Geschichte von denen mit erwähnt wird und auch Daniel Bryan sich mal äußert oder dann halt die Trainer wie Robbie Brooks halt oder. Und dann auch ganz viel Talent weltweit erwähnt wird in diesen Kommentaren, das aber noch lange nicht heißt, dass die unter den WWE-Vertrag kommen. Ne? Was natürlich jetzt krass ist, dass das diese vier sind, die gerade ganz aktuell in diesen Nachrichten sind und die auch gebildert werden und deren Geschichte erzählt wird und eben auch gesagt wird, wo sie waren, abgesehen von TNA. Ne? Und halt also auch ziemlich häufig der Name Balor mit da drin fällt. Genau. Bei AJ kommt halt noch hinzu, dass er wohl, so wie es aussieht, von allen Ring of Honor Sachen gestrichen wurde. Ja. Was zumindest darauf wieder so ein bisschen einen kleinen Tropfen darauf packt, dass da vielleicht wirklich was im Busch ist. Na, jemand schon mehr weiß als wir, ne? Ja. Ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, für was er genau angekündigt war. Aber was haben wir denn? Winter Warriors Tour? Ja. Da war er mindestens für eine Show angekündigt. Ja. Und es gab auch irgendein Poster. Ich weiß nicht, aber 14th Anniversary war er, glaube ich, nicht bei. Kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Da aber sind ja die anderen drei bei. Ja. Aber ich glaube, da war er nicht bei. Da die News ja diese ist, dass Ring of Honor AJ Styles aus den Werbungen und den Postern entfernt hat,
Muss ja da was dran sein, muss ja jemand recherchiert haben. Wenn er nie drauf war, dann wurde auch nichts entfernt. Ja, Ne? sollte man zumindest annehmen. Genau, so müssen wir es halt richtig machen. Die anderen drei, wie gesagt, worken bei Ring of Honor mindestens noch den, was ist das, 26. Februar? Ja, müsste Ich stimmen, ne? glaube. 14th Anniversary. Machen wir dann bei uns ja im Podcast auch wieder ein Review, vielleicht auch ein Preview drauf. Stand jetzt heißt es, dass sowohl Shinsuke Nakamura, Karl Anderson und Doc Gallows diese 14th Anniversary worken werden. Ja, also schauen wir mal. Ne? Ja. Und alle vier haben, und das ist auch wieder eine Bestätigung an der Stelle, alle vier haben den Ring of Honor Offiziellen gesagt, dass sie nicht weiter mit ihnen planen müssen. Und da ist ja auch wieder Spekulatius im Raum. Ja. Das machst du ja nicht, wenn du nicht vorhast, irgendwo hinzugehen, wo du zukünftig nicht mehr so ganz frei agieren kannst. Kurze Nachfrage, meintest du jetzt wirklich Ring of Honor offiziell Ja, oder meintest du jetzt auch New Japan? ich meine Ring of Honor. New Japan haben wir ja schon gesagt, dass die bei, also haben wir, glaube ich, erwähnt und sind so ganz Ja, nebenbei, ne? weil Aber das war halt auch was, was ich, war ich mir jetzt nicht sicher, ob da, aber wenn bei Ring of Honor die auch schon und gerade Gallows, Anderson waren ja da auch öfters. Da, ich meine, gut, da ist jetzt noch die Frage, was ist mit Global Force? Weil da waren die beiden ja auch, sag ich mal, feste Bestandteile. Ja. AJ wäre da auch nicht ganz unbeleckt durch die Historie mit Jeff Jarrett Ja. und Freundschaft zu dem. Andererseits ist halt überhaupt die Frage, was mit Global Force ist. Denn einige Leute, die bei Global Force anscheinend fest geplant waren, teilweise, wo es dann auch hieß, die verlassen TNA, sind jetzt doch noch bei TNA oder wieder bei TNA. Zum Beispiel Bobby Roode. EY. EY, ja gut, der war jetzt theoretisch auch nie so richtig weg. Bei Roode gab es ja immer die Gerüchte, dass er dann auch aufhört bei TNA. Also, ja, da ist es wirklich nur abwarten, Tee trinken. Aber sagen wir es mal so, wenn Gerüchte auftauchen und die häufig auftauchen, und jetzt auch nicht zum ersten Mal, dann ist zumindestens irgendwo ist immer ein Körnchen mit bei. Richtig. Und Und ja. wir müssen ja auch sagen, Jan, das sind ja nun mal auch wirklich vier große Namen. Jetzt nehmen wir mal Karl Anderson und Doc Gallows vielleicht ein bisschen, ohne den beiden jetzt zu nahe treten zu wollen, ein bisschen hinter die anderen beiden. Ja. Ist ein großartiges Tag-Team. Aber die anderen beiden sind halt AJ Styles und Shinsuke fucking Nakamura. So. Und das sind zwei der größten Namen, die es aktuell im Pro Wrestling gibt. Und wenn die natürlich ge gerüchtet werden, bei der WWE zu sein, ist das News genug. Ja. So, und wenn die News in so einer Masse kommen, oder diese Gerüchte, sind ja News ist ja Quatsch, News sind ja schon in Stein gemeißelt. Nein, es sind Gerüchte, aber wenn die in solcher Fülle kommen, in solcher Masse kommen, wie sie aktuell kommen, und dann eben auch von unterschiedlichen Ligen, die dann eben sagen, ja, hier, blub, 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 kein Kommentar heißt, wie Sie sehen Sie nichts, aber irgendwie doch viel mehr als zwischen den Zeilen dann doch zu erkennen ist, ne? Und das ist eben dann schon ein ganzer Batzen und ein Paukenschlag zum Jahresbeginn, denn wie gesagt, es sind AJ Styles und Shinsuke Nakamura. Ja. Aber wie gesagt, also am ehesten oder am schnellsten könnte es, wenn, bei AJ gehen, weil Shinsuke hat noch seinen Titel. Und da heißt es auch, dass er, also sowohl bei ihm als auch bei Anderson soll der Vertrag, glaube ich, Ende des Monats auslaufen. So habe ich auch gelesen, ja. Ist das, was ich so mitgekriegt habe. Aber bei Anderson sage ich schon, bei Nakamura soll wohl klare Aussage sein, wenn Keine er geht. Verlängerung. Wenn er geht, will er vorher halt auch den Titel anständig abgeben. Ach so, okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Also er will nicht den Del Rio machen und dann halt seinen Titel vakantieren. Und da man jetzt auch bei New Year's Dash direkt aufgebaut hat, dass Kenny Omega Nakamura herausfordert und ihn vorher auch pinnen durfte in einem Tag Team Match. Ich weiß jetzt nicht, wann da die nächste Show ist, wo es denn passieren könnte. Ich weiß, dass zwei New Beginning Shows sind, die könnten sogar noch Ende Januar sein. Das heißt, es würde mich nicht überraschen, wenn da denn der Titelwechsel dann kommt. Ende Januar vor dem Royal Rumble? Oh Gott, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das wäre jetzt interessant, weil das wäre jetzt mein nächster Spekulatius. Dann können wir nämlich, weil wie gesagt, richtig viele News gibt es dazu nicht. Das wäre jetzt schon mein Abschluss. Dass wir Spekulatius draufpacken in dem Sinne, ob wir
also mindestens einen dieser vier vielleicht schon im Royal Rumble Match sehen. Denn wie wir ja inzwischen wissen, wird der WWE World Heavyweight Title im Royal Rumble Match auf dem Spiel stehen. An der Stelle nochmal Entschuldigung. Jan hat zwar Spoiler angekündigt für New Japan und TNA, an der Stelle sogar noch ein Spoiler auf Raw. Aber halt heißt es ein ja, WWE-Titelmatch im WWE Royal Rumble dieses Jahr. Und wer sagt mir denn nicht oder uns denn nicht, dass da einer der Kontrahenten dann nachher sogar AJ Styles ist? Bei dem, wie du ja schon eingangs gesagt hast, es Stand jetzt am wohl sichersten ist, dass er kommt. Weil einfach die Anzeichen dafür zu klar sind. Keine weiteren Bookings annehmen, den Ligen, wo er antritt, sagen, ich werde nicht mehr bei euch auftauchen und bei New Japan nicht verlängern. So. Ja, Nachtigall hört der Trapsen. Ne? Warum sollte ein AJ Styles keine Bookings mehr annehmen? Himmel verdammt nochmal. Der ist einer der meistgebuchten Wrestler weltweit. Und wenn der aufhört, Bookings anzunehmen, ja, dann ist irgendwas, dann brennt irgendwo was. Ja, also das ist definitiv und ähnliches, also wo auch noch eine Story zu Ende geführt werden müsste. Ich gucke gerade, nein, New Beginning wäre erst Februar, Okay. 11. und 14. Dann wäre das zumindest für den Rumble, für den Fall Anderson und Nakamura nicht der Ja, Fall. und dazwischen ist eigentlich nur noch die CMLL Fantastica Mania Tour. Ah, okay. Dieses Jahr. Da kann, gut, da Am kann man natürlich auch. 17. Januar. Aber das ist eigentlich auch immer, also das wäre wirklich nur, wenn man da überhaupt nichts vorher mehr. Einfach nur, um den Gürtel wechseln zu lassen. Ja. Ja. Also, wie gesagt, Nakamura, so wie es das, was ich gelesen habe, würde es mich nicht überraschen, wenn er denn sagt, okay, dann mache ich halt noch da bei New Beginning an einem der beiden Tage noch ein Match, um meinen Titel anständig abzugeben. Und Anderson Gallows haben auch bei New Year's Dash deutlich angedeutet, dass sie mit den ehemaligen, mit den jetzigen Tag Team Champions Makabe und Honda noch ein kleines Wörtchen zu rupfen haben und durften auch das Match gewinnen. Ein Wörtchen zu rufen? Ein Hühnchen. Ja, ein Hühnchen zu rupfen, Wörtchen zu sprechen. ein Wörtchen zu sprechen, genau. Aber ein Wörtchen zu rufen ist auch nicht schlecht. Das ist gleich Kombination aus beidem. Und da wurde halt auch Honma von beiden abgefertigt am Ende und dann auch musste den Pin einstecken. Also da Aber das sollte. heißt ja nichts. Nee, Also, klar. dass mal irgendwo eine Story im Leeren läuft, weil sich vertragliche Dinge verändern, das ist ja im Wrestling gang und gäbe. Ja, Ne? das ist Aber richtig. Jan, mal eine andere Frage. Wenn die vier jetzt kommen sollten, gesetzt dem Fall, wo setzen wir sie ein? Nur Zwischensport NXT? Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, eigentlich sind alle vier zu groß für NXT. Haben wir bei Joe aber auch gedacht und Joe ist trotzdem bei NXT. Wobei ich es bei Joe nicht mal unbedingt gedacht habe. Nee? Nee, Joe ist einer, wo ich jetzt sagen würde, der sollte vielleicht noch dieses Jahr vielleicht ins Hauptroster kommen, Ja. aber der war ja von Anfang an, war ja eigentlich bei ihm der Plan, war ja auch die neue Art von Vertrag. Genau. Wo ich persönlich jetzt nicht wirklich mit gerechnet habe, dass er da direkt ins Hauptroster, wobei es da Nicht Andeutungen direkt gab. ich, aber ne? Ja. Eigentlich ist er zu groß für den Nachwuchs. Aber Balor ja Ja. auch. Und Balor trägt aktuell das Produkt bei NXT auf seinem Ja, Rücken. klar. Wobei er da teilweise jetzt auch nicht zu entbehren war, weil halt Leute hochgegangen sind, beziehungsweise ausgefallen sind. Insgesamt, insbesondere mit Hidami und Zayn halt direkt zweie langfristig weg. Da war jetzt auch nicht viel übrig noch im Main Event. Da ist ja wirklich so gefühlt der halbe Main Event innerhalb von einem halben Jahr weggebrochen. Mit Owens, der nach oben gegangen ist. Leute, die man vielleicht nochmal hätte runterbringen können, wie ein Cesaro, auch verletzt. Der ihn halt auch mal, sag ich mal, einen Übergangschampion hätte machen können oder sowas. Aber sagen wir es mal so, Gerüchte sind, wie immer Gerüchte, gibt es Quellen, die sagen, dass was zumindest bei AJ und Nakamura, was die WWE geboten haben soll, würde deutlich den NXT-Satz überschreiten, was halt deutlich dafür sprechen würde, dass wenn NXT dann vielleicht nur so für ein oder zwei Matches, WWE-Stilanpassung und dann rauf. ja, was Also das Daniel insbesondere, Bryan-Prinzip. ja, was halt insbesondere bei Nakamura noch am ehesten Sinn machen würde. Ich glaube, AJ bräuchte es nicht mal unbedingt. Dafür hat er schon überall gekämpft.
Denen gibst du eh eine Woche Training, wo du eben zeigst, okay, das und das müsstest du beachten und dann ist der ready to go, wie man so schön sagt. Aber er ist Nakamura bestimmt auch. Ja, gehe Also, ich auch davon aus. Also, das ist eine Maschine. ja. Und er hat ja jetzt, sag ich mal, bei seinen Aktionen gut, die sind relativ hart. Also, man sollte ihn nicht gegen Ryback stellen, da würde Ryback wieder anfangen zu heulen. Und er braucht die Seile nicht unbedingt, dass er sich jetzt wirklich auf das Geführt einstellen muss. Ja, da hat er natürlich den Vorteil, sag ich mal, gegenüber auch Leuten wie Baylor, die halt doch ein paar Genau. Sprungaktionen mit drin haben. Hat er auch, aber ne, eben so Ja. als Special Attraction. Ja, der hat ja auch Ja. Bomaies vom zweiten Seil und sowas. Ne? Ja, Aber klar. grundsätzlich ist Nakamura eben eher ground-based und braucht die Seile nicht zwangsläufig. Nicht Ja. mal ins Seil laufen, um Anlauf zu nehmen. Also den Bomaier bringt er aus der Ecke, ohne ins Seil zu laufen vorher. Ne? Da könnte man also durchaus variieren und da könnte man Learning by Doing machen. Ne? Ja. Und im Aber Tag Team ja. Bereich Gallows und Anderson. Ja, Tag Team Bereich könnte ein neues Tag Team vertragen. Da Gallows schon im WWE-Programm bekannt war, ich glaube nicht, dass da irgendwie schwierig wäre, ihn da direkt unterzubringen. Kommen sie zusammen? Wenn, dann die beiden zusammen als Team, glaube ich. Kommen sie zu dritt? Mit Balor? Wenn, Das dann eher sind ja zu die drei, viert. die am ehesten Historie miteinander haben. AJ hat ja dann Balors Position im Bullet Club übernommen. Jetzt hat Ja. Omega Styles Position übernommen als Ja. Anführer. Historie direkt haben ja Prinz David und AJ Styles gar nicht. Ja, gut. Das ist natürlich richtig. Also Klar, wäre auch eine prinzipiell. Möglichkeit, Barlow da direkt mit einzubinden, aber zumindest als Tech-Team würde ich denn die beiden schon Aber das wäre schon cool. Jetzt relativ. stellt man sich nur mal vor, die bringen alle fünf mit einmal. Also alle fünf als Gruppierung. Und das ist dann der Balor Club. Weißt du? Also Styles, Nakamura, Anderson, Gallows und Balor. Ach, das würde ich eigentlich nur gerne deshalb sehen, um dann wieder den Shitstorm im Internet, weil dann auf Ja, einmal Balor sozusagen der Mittelpunkt wäre, der auch den macht er. Das Namen. war er ja vorher auch. Ja, Er war nee, der aber ich Anführer meine, vor Styles. ich sehe schon, wie das Internet jammern würde. Naja, klar. Ich meine, die Ja, jammern schon jetzt schon. egal was passiert. Wir können jetzt Theorien auflegen, noch und nöcher. Und egal, Ja. welche davon zutrifft, das Internet wird sich beschweren. Wissen Ja, wir doch. klar. Das ist so. Hey, ich habe heute schon gelesen, dass die WWE Hideo Itami versaut hat. Ah. Weil die ihn nur Scheiße einsetzen. Ach so. Wahrscheinlich sind sie auch schuld, Naja. dass er sich verletzt hat. Ja, genau. So, Ah. Egal. aber so ist es eben. Gut. Ja. Jan, wollen wir das Thema zumindest schon mal so ein bisschen mini-hakisieren, weil Ja. das ist Machen wir jetzt halt, mal. ne? Machen wir bei den Gerüchten einen Haken hinter und gehen mal zu den Sachen, die feststehen. Genau, denn soweit es News gibt zu diesen Themen um diese vier oder vielleicht auch um weitere, denn es heißt nämlich auch, dass zum Beispiel ein Rocky Romero und ein Tama Tonga ebenfalls in vertraglichen Verhandlungen stecken mit New Japan. Dort allerdings für im Fall von Rocky Romero sowohl WWE als auch TNA, bei WWE eher als Trainer, bei TNA wohl als Wrestler und Tama Tonga eher bei Impact Wrestling unter Gerüchten stehen. Aber da gibt es noch viel weniger Spruchreifes, deswegen nur ganz am Rande mit erwähnt. Dann gucken wir lieber auf das, was letzte Nacht passiert ist, nämlich bei Impact Wrestling on Pop. Und Jan, du hast die Sendung gesehen. Ich habe sie auch größtenteils gesehen, nicht ganz alles geschafft vor der Sendung, aber ich habe das Wichtige gesehen. Und kurzes, also Mini-Fazit, wirklich ganz minitisierend. Hat man letztes Jahr Impact gesehen und hat es einem gefallen, wird es einem jetzt auch gefallen, hat es einem letztes Jahr nicht gefallen, wird es einem jetzt auch nicht gefallen. Das ist sehr minutisiert, das gefällt mir gut. Ansonsten können wir sagen, wir haben einen neuen TNA World Heavyweight Champion. Das war das Credo der Sendung, erste Sendung auf Pop, die übrigens offiziell live war, aber rechts oben in der Ecke stand immer pre-taped. Ja, das habe ich auch gesehen und habe Das hat mich verwirrt. gedacht, ob ich vielleicht eine Aufzeichnung irgendwie. Aber Also die haben dass nur von meins live sozusagen geredet. Rerun war. Ja, aber die haben von live geredet und rechts oben stand immer pre-taped. Da Ja, ist man sich also. scheinbar innerhalb des, also Impact mit Pop nicht einig gewesen, wie man die Sendung ausstrahlt. Naja. Eben wurscht, Ja. nur eine Nebenbemerkung. Hast du Im natürlich Finale recht. des Turniers konnte dann Ethan Carter der Dritte zum zweiten Mal TNA World Heavyweight Champion werden, als er Matt Hardy besiegte. Ergo hat Matt Hardy vorher Eric Young und EC3 vorher Bobby Lashley besiegt. Und jetzt haben wir halt Ethan Carter den Dritten, EC3, Trouble, 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 Trouble wieder als TNA World Heavyweight Champion. Ja, das war ganz spannend. Ähnlich spannend fand ich Kurt Angles Ankündigung einer Abschiedstour.
Sein erster Gegner war Drew Galloway sein. Yay. Ist doch gut. Beziehungsweise war das angedacht. Ich glaube, jetzt gibt es offiziell ist sein erstes Match auf dem Weg nach draußen, ein Tag Team Match. Genau. Das Match gegen Drew Galloway soll in England stattfinden. Juhu. Da gibt es Das wenigstens Reaktionen. stand meines Wissens sogar schon länger fest. Aber scheinbar dann doch nicht. War wohl bloß wieder interner, was nach außen gedrungen ist. Bis zu mir irgendwo, ja. Und dann wohl doch eher auf der Tour. Weil ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwo schon mal gelesen habe, dass man das für die Tour plant, weil Kurt Angle dort ja an mindestens zwei Shows Matches wirken wird. Und ein sicheres Match, vielleicht stand da auch Galt oder so, ist ja auch wurscht, Drew Galloway war. Ja. Gut, aber am Ende ist es eine tolle Ansetzung, ja, und für Drew Galloway auch super. Aber jetzt haben wir halt ein Tag-Match. Und zwar am Freitag beim ersten One Night Only 2016. Mit dem schönen Titel Live. Super. Wieder on tape oder was? Weil es wird heute aufgezeichnet. Ist egal. Sich Ich glaube, sicher? es wird auch heute aufgezeichnet. Die machen heute einen Impact und machen morgen, glaube ich, die in den Ono, ja. Und Freitag wird das dann ausgestrahlt. Vielleicht ist auch Freitag live. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, wenn ich da jetzt wieder irgendwie gehässig bin oder so, aber das wirkt ein bisschen komisch, weil ich habe eigentlich nur von 3 Tagen Taping gelesen und das waren Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und wenn jetzt Freitag live Also, sein ist, wo sollen die herkommen? am Freitag steht hier, wo ich gerade sehe, wo ich auch die Matchcard her habe, steht das für den 9. Januar, also Freitag. Na, vielleicht haben sie das zugenommen. Nee, da soll nochmal ein Taping sein für One Night Onlys. Ach so. Dann ist das, dann machen sie es vielleicht genauso, dass der dann live ist. Ja, Das kann natürlich sein. wobei das halt hier, dass das der nicht der ist. Nee, warte mal, der 9. wäre ja auch nicht Freitag, das wäre ja Samstag. Der 9. ist Samstag, ja. Dann ist ja Ja, noch verwirrend. egal. Lassen wir es so stehen. Genau, 9. ist Samstag, ja, 8. ist Freitag, ist korrekt. Ja, lassen wir es so stehen. Ne? Auf jeden Fall wird es dort ein Das wird Triple eingeben. Threat Tag Team Match geben um die TNA Tag Team Titel und da entsprechend Kurt Angle und Drew Galloway gegen die Wolves und Jesse Goddard und Eli Drake. So heißt er. Ne? Finde ich eine ganz gute Ansetzung, muss ich sagen. Weil Champions gegen Angle und Gallows, Galloway, nicht Doc Gallows, da könnte man irgendwie dann das Match aufbauen. Und du hast gleichzeitig schon ein Team für die Zukunft mit Drake und Goddard. Ob die jetzt regelmäßig als Team unterwegs sein werden, weiß ich nicht. Bei Raw gab es ja auch eine Überraschung mit einer neuen Gruppierung. Finde ich irgendwie total clever, weil die ganzen Internet-Darlings jetzt in einem Match sind, in einem Stable sind. Ja, muss man mal schauen, ne? Ja, apropos Internet, Darling, Gute den Überleitung, hat's ne? auch zu TNA verschlagen. Das Wunder, es war leider nicht das Wunder von Manhattan, es war nur das Wunder von Bethlehem. Und ich war, naja, nicht mal mild begeistert. Weil es relativ sicher war, dass er es ist. Die Videos Ja. kamen ja auch erst 2 Tage vor der Pop-Ausgabe. Pop Live. Anstatt das irgendwie auch so ein bisschen längerfristig schon zu hypen auf dem YouTube-Kanal, oder? Da haue ich innerhalb eines Tages alle 3 Hype-Videos raus. Und dann, damit dann Bennett in seiner Promo sagen kann, Internet was buzzing, blub, 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 oder so. Aber gut. Ist egal. Die Promo war gut. Auch von Maria vorher. Alles super gemacht. Bennett hat genau das Richtige gesagt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Erstmal auch natürlich jetzt, wie Sie sehen Sie nichts. Wo positioniert er sich? Ist er Heel, ist er Face? Wirkt natürlich eher heelisch. Aber der Champion ist ein Heel. Und er will Champion sein, also vielleicht ist er daher doch ein Face, weil ein Tja. Retter kann ja auch irgendwo guter sein, aber es sieht dann doch eher heelisch aus, natürlich auch vor allem mit Maria, weil die das beide besser können. Aber ich muss sagen, ich fand's gut, Jan. Ja. Problem ist, jetzt hat TNA schon mindestens den zweiten, der Wrestling safen möchte. Mit Galloway, der Ja, das ja klar. eigentlich auch schon mal vorhatte. Ja. Bei TNA, ja. Meine Meinung zu Bennett bei TNA habe ich auch schon abgegeben, wenn man, Bei Final Battle. ja, wenn man das gehört hat. Für den Ja. Freitag werden wir, am Freitag bei dem Ono werden wir dann vielleicht sehen, ob er Heel oder Face ist. Genau. Der, Noch also steht sein Gegner nicht fest. anhand des Gegners. Denn sein Gegner ist TBA und das ist nicht der GWF TBA. Auch wenn er sich wahrscheinlich darüber freuen würde. Aber meines Wissens ist das nicht. Ja.
Ja, ansonsten wäre dann noch James Storm zu erwähnen, was eigentlich die mehr oder weniger letzte News ist. Denn der gute Mann hat in den letzten Tagen vermelden lassen: Crazy how people know more about me than me. Just to clarify things, I am supposed to be there tomorrow afternoon for a meeting. And I love hard to be flying on a plane when I've just finished up at the gym. Darauf, also er meint, Suck it, still free agent, ja. Diese Suck it-Geste hat er ja auch in dem Auftritt dann bei TNA gemacht. Also, wie Sie sehen, sehen Sie nichts an der Stelle wieder. Internet ist eben dazu da, auch ein bisschen Schall und Rauch, Smoke and Mirrors zu kreieren. Und das ist Wrestling. Die Meldung, die James Storm geschrieben hat, brachte mich sofort auf den Gedanken, er wird bestimmt bei Impact sein. Und Jan, du kannst das sogar bestätigen. Wir haben ja gestern Chikara gemacht. Und da habe ich noch gesagt, ich bin mir sicher, James Storm ist dabei. Da wir es aber noch nicht zu 100% sagen können, lass uns lieber das in einem Special einen Tag drauf machen. Dann wissen wir genau, dass es passiert. Und ja, es ist passiert. Ja, So ist gehen Wrestling. meine. Wenn jemand sowas schreibt auf Social Media, dann ist doch relativ klar, ich will nur ablenken. Chris Jericho-Prinzip. Ja. Aber gut. Ja, das ist. Auch das fand ich nicht schlecht. Also jetzt, ich habe jetzt gemeckert über die Situation. Ich habe jetzt nicht gemeckert über das, was wir im Produkt gesehen haben. Denn Beer Money ist eins meiner Lieblingstag-Teams generell im Wrestling. Ergo bin ich voll dafür, dass es Beer Money wieder gibt. Denn es gab die Wiedervereinigung mit Bobby Roode und es gibt auch direkt am Freitag das erste Match beim Ono gegen Eric Young und Bram. Wieder eine relativ skurrile Gegenpartei. Aber EY passt ja irgendwie zu Bobby Roode und Bram passt irgendwie zu James Storm. Also, warum nicht? Ja. Ne, haben sie ja ganz clever gemacht. Ja. Jojo. Ja, Ist eben so. es ist wirklich so, mich hat die Show, ja, ich war letztes Jahr schon nicht so begeistert und hab's nicht mehr groß verfolgt. Es hat sich jetzt nicht so ganz Ja, geändert. das ist halt das ist, denke ich, genau richtig, Jan. Denn jetzt haben wahrscheinlich viele erwartet, hier Neustart und hier gibt es einen Boom-Effekt oder irgendwie sowas. Und hier knallt's und kracht, hat's dann nicht so, aber vielleicht war das sogar die bessere Lösung. Denn wenn es überall knallt und kracht und wir total geschockt werden, also Shock and Awe, haben wir schon mal gesagt, Wrestling, mehr braucht es im Wrestling nicht. Aber dann bist du auch immer gezwungen, dieses Level zu halten, Woche für Woche. Und jetzt hast du halt einen Rückkehrer, hast ein Debüt, hast einen neuen World Champion und hast dazu drei neue Stories aufgebaut oder zweieinhalb neue Stories. Und am Ende ist das alles, was Wrestling braucht. Und wenn die das halten, dieses Level, dass du von Woche zu Woche irgendwie immer sagst, Mensch, war eine ganz gute Sendung, dann ist alles richtig. Ne? Denn das war diese Ausgabe. Die war nicht, boah, sondern die war, Mensch, wieso macht ihr das nicht schon länger so? So. Ja? Da war nichts Unbedeutendes bei, das war einfach alles, was da war, war wichtig. Vielleicht die Anfangspromo von Dixie Carter, jetzt hätte man weglassen können. Aber ansonsten war das eine durchweg gelungene Wrestling-Ausgabe, also ein Weekly. Und dementsprechend sage ich mir, okay, Impact on Pop, I'm all in, ich wär sowieso dabei, aber das war eine gute Sendung. Und wenn man sich nicht selber unter Druck setzt mit noch und nöcher und ich can you top that und wie das alles heißt, dann machst du das mit so einer Art von Show viel besser oder viel richtiger als es andersrum. Ja, klar. Lieber jetzt was Solides, Genau. was man denn jede Woche abliefern kann, als nächste oder übernächste oder in 2 Wochen dann in ein Loch zu fallen. Ja, und vor allem, vielleicht haben sie ja noch weitere neue Leute in der Rückhand, weißt du? Wenn die jetzt alle da rausgekommen wären, dann hätte vor allem das Turnier gelitten um den World Title. Das war wichtig. Das hat einen riesen Aufbau mit der World Title Series. Dass jetzt natürlich die X-Division nicht dabei war, ist unglücklich. Aber wo hätten sie noch hingesollt auf der Card? War kein Platz mehr. Ergo, lass sie lieber weg, bevor sie 2 Minuten kriegen. Alles richtig gemacht. Man kann ja klar, kann man kritisieren, dass jetzt die X-Division nicht dabei war oder die Knockouts nur in diesem Six-Man-Tag. Aber andererseits ist da auch eine wichtige Story drin, weil nämlich Taryn Terrell mit dem Wrestling mehr oder weniger Stand jetzt aufgehört hat und Awesome Kong ihren Spot übernommen hat als Leaderin oder so scheint es zumindest, weil sie haben die anderen Dollhouse-Mitglieder haben sich ja ihr zu Boden gekniet dann. Also scheint jetzt Awesome Kong die Anführerin von Dollhouse zu sein. Ist doch clever. Hast du alle Damen, die du hast, hast du irgendwie eingebunden in diesem einen Segment? Ja, und so machst du das. Und wie gesagt, wenn jetzt X-Division noch bei gewesen wäre, ja, dann hätte es nur kürzer werden können. Oder irgendwas anderes wäre noch viel kürzer gewesen. Also sage ich mir, okay, schieb's auf nächste Woche, schieb's auf die Folgewochen und alles ist gut. Ne? Und da können ja dann auch mehr Leute bei dazukommen. Bei dazukommen, ja, mach richtiges Deutsch draus.
Es gibt ja Gerüchte, dass auch TNA vertragliche Lockerheit möchte und dann eben auch von Auftritt zu Auftritt bezahlte Matches haben möchte. Aber auch da ist es erst passiert, bis es passiert ist. Ne? Aber ansonsten passt das. Ja, Jan, das wäre das. Ja, das war's eigentlich schon. Haben wir alles, ne? Ja. Sind wir auch ganz gut durchgekommen, denke ich. Ja. Wie Knappe gesagt, halbe. wenn's zu den Jungs und, ja, sind ja nur Jungs, von New Japan, wenn's da Neuigkeiten gibt, nächste Woche, Dienstag, gibt's ja dann das Review von Wrestle Kingdom. Genau. Da werden bestimmt die restlichen Opening Bell Teilnehmer auch noch ein paar Sachen zu sagen haben. Ich glaube, Nicole könnte leicht traurig sein, wenn sich dann noch Sachen bestätigen sollten bis dahin. Ich glaube, sie war schon bei der Opening Bell, als das mal diskutiert wurde, nicht ganz so begeistert. Gibt's ja einige. Ja, also wie Aber gesagt, es ist nicht alles immer schlecht, nur weil es zur WWE geht. wie gesagt, wenn da noch was ist, dann da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Wie gesagt, in einer Woche kann viel passieren. Dann Aber die gibt's da brandaktuellen auch noch. News mussten mit rein. Und bevor Ja. sie, wie gesagt, wenn wir jetzt diese halbe Stunde ein bisschen länger, die wir jetzt geredet haben, bei Chikara gestern gemacht hätten, dann wäre der Podcast länger gewesen. Wir hätten Chikara ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Muss auch nicht sein. Und wir hatten die Möglichkeit, entsprechend die Impact on Pop Debütshow mit einzubeziehen. Entsprechend haben wir einen neuen TNA World Heavyweight Champion mit Ethan Carter den Dritten. Mike Bennett ist da, Maria ist da, James Storm ist zurück. Wo AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Doc Gallows und Karl Anderson hingehen, werden wir sehen. Ne? Gut, Jan. Dann Ausblick. Time Machine nehme ich heute noch auf. Also in wenigen Stunden nehme ich mit Sven eine weitere Time Machine auf. WWE Hall of Fame 2013. Mit unter anderem Trish Stratus, Mick Foley und Bruno Sammartino. Gibt zu allen ein bisschen Stories. Dann gibt es zum Wochenende gibt es die erste Final Countdown-Ausgabe. Da geht es um die besten und größten Faces der Wrestling-Geschichte. Und dann haben wir ja entsprechend am Sonntag ist Chaka übers WWE Network. Ja. Und am Dienstag, wie du gerade gesagt hast, kommt dann der Roundtable zu New Japan Pro Wrestling Kingdom 10. Das ist der Ausblick bis zum nächsten Dienstag. Das ist richtig. Und wenn ihr was anderes hören wollt, was schon da ist, Final Battle 2015 Ring of Honor Review, Chikara King of Trios 2015 Review. New Japan Pro Wrestling Kingdom 10 Preview, Vorschau. Und 2015 The Year in Review, die übrigens wahnsinnig geklickt wird schon auf YouTube und noch viel mehr Downloads hat. Wir sind schon so bei zwei und drei Nullen dahinter, Plus-Bereich bei den Downloads. Ich weiß nicht, warum, das verstehe ich aber nicht, warum die Leute mehr downloaden als YouTube klicken. Aber ich finde es schön. Podcast halt. Ja, den 2015 The Year in Review hat 2300 irgendwas Downloads. Ja, naja gut, dann darf man da, ich weiß noch nicht, iTunes, ob da auch mit, weil Ja, bei nee, iTunes, wenn man glaub es, ich eigentlich nicht. Weiß ich aber nicht ganz genau. denn da ist ja zum Beispiel auch, bin ich auch denn einer bei iTunes, der es runtergeladen hat, obwohl ich selber mit bei war, weil ich es halt abonniert habe, unseren Ach so, Feed. das kann natürlich sein, dass das dann mit Aber dazu. gut, so viele sind wir nicht, die dabei gewesen sind. Also Nee, da das kannst du dann stimmt. halt maximal 4 oder 5 oder so Na, anziehen. 12 sind wir ja inzwischen. Ja gut, Wir sind ja das bei dem dreckige Dutzend. Jahres, ja beim Jahresende, ich meine jetzt so bei den normalen Ach Podcasts so, sind es ja maximal klar. 4 oder 5 so. Also da alleine dadurch, jeder, der es abonniert hat über iTunes oder einen anderen, es gibt ja auch andere Podcatcher, wie sich das denn nennt, wo das dann automatisch auch mit runtergeladen werden kann. Ja, kann natürlich sein, dass dadurch die Zahl höher geht. Ist ja am Ende auch völlig egal. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Und deswegen danke an euch, das WTR-Multiversum, fürs fleißige Hören und Downloaden unserer Ausgaben. Und 2016 kommt da einiges für euch. Also wer uns gerne hört, was auch jetzt wieder die Kommentare waren, eigentlich völlig egal, was ihr an Podcast macht, macht einfach mehr. Ich glaube, wir machen gerade mehr, aber noch mehr, ne, gebt uns auch Wird ein schwer. bisschen Luft. Bisschen Luft gebt uns bitte auch noch. Ja. Ja? Und wenn, wie gesagt, Kommentare auch immer gerne. Und wenn ihr mal Vorschläge habt für Sachen, die man mal reinnehmen könnte. Ich habe mir jetzt schon überlegt, da wir ja jetzt so Damen-Podcasts auch öfters machen, müssten sie eigentlich auch irgendwann mal ein AIW und ein Girls Night Out mit bei sein. Ist geplant. Das ist, finde ich, sehr löblich. Hey. Ja.
Genau, dann haben wir das, soweit Deckel und in unsere Facebook-Diskussionsgruppe, wenn wir jetzt schon ein Roundup machen, die neue Diskussionsgruppe auf Facebook, Groups/WTR-Podcast müsste das sein, auf Facebook einfach dazukommen und dann könnt ihr nämlich auch die Sendung mitgestalten, Umfragen und, und. Unter anderem nehme ich auch zum Beispiel die erste Final Countdown-Ausgabe oder die ersten beiden Final Countdown-Ausgaben mitbestimmen und dort eben auch Aufrufe zu Teilnahme am Podcast. Ja. Gut, Jan, Deckel? Deckel Deckel. drauf. Dann sage ich danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.